Bilder sind innerhalb von 5 Jahren entstanden, aus einer Freundschaft heraus kam irgendwann die Idee, Schwarz-Weiß-Fotos zu machen, Live-Konzert auf der Bühne, hinter der Bühne. Dann kam ich aus dem schwedischen Urlaub zurück und habe angerufen und gesagt, ich möchte unbedingt zum Konzert kommen, habe eine Idee, das will ich ausprobieren, habe das dann gemacht. Dann habe ich allen die Bilder mal gezeigt und die fanden das ganz toll und waren angetan und dann ging es los. Dann habe ich über ein paar Jahre mir bestimmte Konzerte ausgesucht und da ganz gezielt hingereist. Es waren insgesamt 7 Konzerte und die Konzerte haben sich auch immer insofern unterschieden, dass ich kleine Halle, große Halle, Freiluftkonzert, Klassikkonzert, Akustikkonzert, obwohl wir immer andere Voraussetzungen haben, damit man das eben auch unterschiedlich einfangen kann. Die Idee ist Rock'n'Roll 80er Jahre, Fotos sprechen für sich. Es ist digital fotografiert, vielleicht noch zur Erklärung, aber so fotografiert, wie so sparsam wie früher mit Filmen, also alles manuell und auch so belichtet digital, dass man eben in Weiß und in Schwarz gezeichnet hat, die früher auch Film, Schwarz-Weiß-Fotografie ausgezeichnet hat. Rock'n'Roll ist natürlich vielleicht ein bisschen härter, das heißt natürlich ein schönes Schwarz zu erreichen, das ist, denke ich, auch gelungen. Ansonsten würde ich sagen, die Fotos sollen sprechen und ich habe dann zu der Fotografie ist direkt nichts groß mehr hinzuzufügen. Und Voraussetzungen dafür, dass man einen Fotografen nah an sich heranlässt, der eben auch in der Garderobe sein darf. Ansonsten bringt sich das ja oft auch die Bilder, die vor der Bühne gemacht werden können, für eine begrenzte Zahl von Songs. Aber hier ist eben die Ausnahme, die dass Marc uns die ganze Zeit begleitet hat, auch auf Reisen. Auch im Dunkeln an den Pyramiden in Ägypten, wo es dann noch erschreckend kalt geworden ist. Und insofern, das Vertrauensverhältnis ist die Voraussetzung dafür, dass man ihn sozusagen irgendwann auch gar nicht mehr merkt. Und dadurch dann auch die Fotos zustande kommen, die so aus dem unbeobachteten Bereich heraus eben auch dadurch natürlich werden. Also wir haben unsere Karriere hier so gestartet, es war ein Zentrum von Europa und umso interessanter ist es dann wiederum auch, dass wir hier einen Fotograf hier haben, der nun aus Luxemburg kam und kommt und dann über verschiedene Wege dann sich in Hannover sesshaft gemacht hat und über die Situation Sennheiser, wo wir auch sehr mit involviert sind und Marc sozusagen Fotos dafür macht, haben wir dann sozusagen uns zusammengefunden, weil er brauchte Fotos für Sennheiser und wir haben dann Fotos mit ihm gemacht und haben dann seine Qualitäten kennengelernt. Dadurch, dass der Lien auch ging, also man macht Teils, um die Idee schon gern abgeholt. Man macht Teils, um schon gute Erfahrungen gehabt. Man hatte für knapp 10 Jahre eine Ausstellung mit ihm, die hat aber das Thema Banken und Architektur. Und wie gesagt, das Thema hat uns begeistert und dafür haben wir doch schnell den Kopf, für das Teils umzusetzen. Aber für die Facilitäten und für die Räume, für das zu machen, ist natürlich schon ein Pluspunkt.
wie dir der überhaupt zurück ist, kontaktiert hat. Wusstest du schon von der Herkunft, das heißt, wusstest du schon von ihren Anfang, die da nicht so beschert hat? Nein, das sind nicht alles richtig gewogen auf der Zeit, das wusste ich nicht. Das war ganz neue Sachen. Ich wusste, dass man die Bauschmatine schon zu denen hat, aber mehr war da nicht. Das ist alles richtig nur an nur kommen. Das sind also nur gewogen. Ich versichere da noch ein bisschen abzuschaffen. Also nun, Rudolf Schenker nicht mehr, wenn wir uns demnächst treffen. Und da gehen wir an die Küste wollen und Artikel reinsichern und so. Das will ich auch recherchieren. Ich habe eine ganz gute Sache, dass so aus der Stadt, wie du hier kommst, Titel in Gelfe, den Durchgang von Etwei-Luch, Etwei, also ein bisschen, ich meine, das Koch in Südland, wäre gut, sie sind eben durch Zufall eben nach von Lützburg aus gestartet. Ja. Wie war dann die Reaktion, wie sie, du wusstest, nach Lützburg gekommen, und plus auch nach von Dittling aus dem Minnat, wie war die Reaktion? Das war natürlich Zufall, Überraschung, logischerweise. Gell? Das war so, sie wussten doch, wie Druck nicht, dass Lützburger sind, dass sie dann recht nach der Zeit geworden sind. Also das war auch, ich gehe nicht überall dahin, so nur ein Mäuer, das sind nur den Markt von Diddling, also das wird sich schon ein bisschen ergehen, aber sie wussten relativ frei und du hast natürlich dann so ein bisschen, das kommt, aha, und so und so und so, ja, ja. Da kommt dann schon so ein bisschen die Geschichte von hin natürlich auch dadurch, dass er hier so frei schon war, gell? Also viel hier gemacht hat. I'm living for today. Jetzt sind das 15 Monate, dass wir uns getroffen haben in Arneville. Wir sind noch mitten in der Tour. Halbzeit oder letztes Drittel, wie soll man das bezeichnen? Wir bezeichnen das mal so, dass wir Zielgerade. Zielgerade und mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge und mit unheimlich viel Spaß, weil die Tour auch wieder ausverkauft ist und weil wir so viele Fans haben, die uns sozusagen mit uns die Abschiedstour machen und sozusagen die uns viele Jahre begleitet haben und auch viele von den Jüngeren. Wir haben über 1 Million Facebook-Users und davon sind 80% zwischen 14 und 28 Jahre alt, also sehr junges Publikum auch dazu noch. Und dass man das sozusagen noch erleben kann, dass man mit Musik so Generationsbrücken schlagen kann, das ist ganz toll. Ja, vor nicht allzu langer Zeit in der Rock Hall gespielt. War ein sehr schönes Wiedersehen mit unseren Fans hier in Luxemburg. Aber natürlich, wenn man so wie heute hier zur Eröffnung dieser Ausstellung kommt, dann denkt man natürlich an die Anfangszeiten. Und es war in der Tat so, dass Luxemburg schon eine gewisse Rolle gespielt hat für eine junge Band, die mit heißem Herzen hier bei RTL vorgefahren ist, mit der ersten Platte unterm Arm, du hast Lonesome Crow angesprochen. Und da ist eine junge Band, da ist man hungrig auf Feedback und dann von jungen, engagierten Radio-Leuten wie damals Oliver Speaker, war einer von denen, die uns sehr früh sehr unterstützt haben hier im Radio. Das war großartig und das hat uns, sagen wir mal, das Gefühl gegeben, wir sind auf dem richtigen Weg.
Und natürlich waren die Fans waren hier in Luxemburg immer ein starkes Rockpublikum. Und wenn wir hier live gespielt haben, dann ging immer die Post ab und die Zeitung hat geschrieben, Mütter, haltet eure Töchter fest, die Scorpions kommen. Also das war großartig, es war ein toller Vibe hier in der Stadt und wir haben immer das Gefühl gehabt, wir sind hier willkommen. Und die Konzerte in Belgien, Frankreich, Luxemburg waren ja in gewisser Weise unsere ersten Stationen in Richtung internationale Karriere und haben uns sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, was in der Zeit Anfang, Mitte der 70er Jahre sehr wichtig war, um dann zu sehen, sind wir auch stark genug, nach England zu gehen und später nach Asien oder in die USA. Und da wurden in gewisser Weise die Weichen gestellt für eine Weltkarriere. Und da war Luxemburg war ein Teil davon, wo wir das Gefühl hatten, die Scorpions sind auf dem richtigen Weg. Mit vielen Bandmitgliedern seid ihr noch immer gut befreundet, die so in den langen Scorpions-Jahren mal bei Scorpions gespielt haben, unter anderem Hermann Rarebell, Uli Roth und ich habe jetzt auf den Tourdaten gesehen, Uli Roth ist demnächst auch wieder dabei. In Nancy, glaube ich. Ich weiß noch nichts Näheres dazu, aber wir sehen uns immer mal wieder und sind natürlich in einem lockeren Kontakt und Uli ist ja auch mit seinen Projekten sehr aktiv und viel unterwegs. Aber wir haben natürlich das letzte Mal, wo wir ein großes Konzert gespielt haben in Wacken, wo war Hermann, Uli, Michael, wo sie alle dabei waren, wo wir gemeinsam gespielt haben, auch Songs aus der guten alten Zeit. Und ja, es ist manchmal sehr schön, mal zurückzugehen und eben auch mit den alten Freunden wieder die Bühne zu teilen und zusammen Musik zu machen. Jetzt sind wir etwas zurückgegangen, aber jetzt gehen wir in die Zukunft. Und da kommt jetzt wahrscheinlich irgendwann ein bisschen Wehmut auf. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke. Wehmut, alles hast du mal gesagt in dieser Woche oder letzte Woche hast du mal, ich glaube bei Stefan Raab hast du das gesagt, irgendwann ist alles mal vorbei, aber Klaus, ein Leben ohne Scorpions, was hast du vor? Schreibst du ein Buch oder machst du eine Solo-Karriere? Singst du vielleicht Solo? Hast du Ideen oder machst du erstmal Ferien? Ich singe in der Dusche. Ehrlich gesagt, ich weiß nur eins, dass es ist sehr viel einfacher ist, darüber zu sprechen und dass es sehr, sehr viel emotionaler wird, wenn wirklich der letzte Vorhang fällt, irgendwann in absehbarer Zeit. Das steht uns allen bevor und es wird sehr, sehr viel emotionaler, als wir uns das wirklich vorstellen können. Wir machen uns alle nicht so viel Gedanken, was kommt danach. Wir wollen erstmal versuchen, die Geschichte wirklich sauber zu Ende zu bringen und einen guten Abschluss zu finden nach über 40 Jahren. Das ist schon ernst gemeint und wir hoffen, dass wir das gut hinbekommen. Und ich denke, es werden sich für jeden jeder wird sich neuen Herausforderungen stellen und wir bleiben natürlich Musiker, Gitarristen, Schlagzeuger, Sänger, Songwriter. Es gibt so viele Möglichkeiten und vielleicht auch mal in einer anderen Avenue mal unterwegs zu sein und einfach das, was das Leben für den Einzelnen bereithält, einfach offen darauf zuzugehen. Und insofern, wir machen uns nicht wirklich Gedanken, was danach passiert. Und es gibt keine konkreten Pläne. Natürlich liegt es auf der Hand, dass man sagt, nach 40 Jahren Scorpions, da wird er doch irgendwann mal ein Soloalbum machen, was ich ja nie gemacht habe. Da ist natürlich klar. Ich schließe das nicht aus, dass das irgendwann passiert, aber es ist wirklich nichts Konkretes geplant. Lass das mal auf uns zukommen. Irgendwann wird es ganz sicher wieder kribbeln und dann schauen wir mal, was passiert. Es sind ja noch ein paar Konzerte. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Kann man München als letztes Konzert schon jetzt so erahnen, oder? Nein, es gibt immer noch so lockere Gespräche über irgendein vielleicht letztes Konzert, was irgendwo in Europa oder auch in Deutschland stattfinden könnte. Aber es gibt auch dazu nichts wirklich Konkretes, was ich jetzt sagen könnte. Vielleicht ist München das letzte Konzert in Deutschland. Wacken ist auf jeden Fall Anfang August das letzte große Open Air, was wir hier in Deutschland spielen. Und möglicherweise ist München das letzte Konzert in Deutschland. Das mag so sein, aber Final Sting Tour weiß man noch nicht, das ist noch offen.
Es ist die Final Sting Tour und wir planen mal bis Ende des Jahres, Anfang 2013 vielleicht. Und dann ist aber auch, sagen wir mal, der Gedanke, als wir 2010 gesagt haben, wir gehen auch mal rund um die Welt. Dann haben wir zwar längst nicht überall, aber doch in all den Plätzen, wo Fans die Scorpions sehen wollen, in vielen Teilen der Welt gespielt. Und dann muss man auch bereit sein, irgendwann mal das Buch zuzuklappen. Danke, Klaus. Mann. This day, shake and this night.